Mashallah, Mashallah. Das ist YouTube, ja? Ja. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands mitten aus Wolfsburg beim Eat-Restaurant. Ich kann euch sagen, heute gibt es einen Burger, der brennt die Fresse weg. Komplett. Und es hat die Fresse weggebrannt. Ein Chili-Cheeseburger. Und es gibt Dry-Aged-Beef. Vom Feinsten. Das werdet ihr sehen in dieser Folge. Wir gehen los rüber zum Eat. Da ist es aber noch ein bisschen heller. Wie gesagt, Ende des Videos. Bis gleich. Ich blende hier nochmal euer ganzes Kommentar rein. Top-Kommentar. Wirklich tausendmal geschrieben. Ich danke euch. Denkt auch wieder dran. Auch hier habe ich ein Preisgeld. Das ist mittlerweile, ihr macht mich arm, Leute. Übertrieben hoch geworden ist für den Preisgeld. Wer mir einen Kommentar in die Kommentare schreibt. Und dieser Burger, top mein bisherigen besten Burger, der kriegt diesen Gutschein. Das muss langsam mal getoppt werden, Mann. Das wird zu teuer. Ich hätte das damit nie anfangen sollen, Mann. Liebe Community, heute ist es soweit. Nach euren etlichen Kommentaren ist Holle heute endlich in Wolfsburg bei Eat and Grill. Eat and Grill. Folgendes wurde Holle von euch versprochen. Ein unglaublich softes Burger-Bun. Dry-Aged Beef. Und eine feurige Schärfe, die auf jeden Fall zweimal brennt. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Holle 2614. Es ist kalt, ich schwör's, ich muss aufhören. Aufhören mit der kurzen Hose, Mann. Das sieht aber mal das Logo. Der soll mir mal die Nummer geben für den Designer für das Logo. Ich brauche auch für ein paar Sachen Logos. Das sieht heftig aus. 2014. Ein junger Hase im Business, aber oho. Ohne dich, Ahmed, ich schwitze, ich wäre nichts in letzter Zeit. Er ist der Mann an der Drohne, er ist der Mann an die Kamera. Ahmed ist die Mann, der macht mir die Aufnahmen. Oh, ja. Wedel mir ein. Ahmed, sag mal. Was machst du vor den Leuten hier? Mensch, kein mehr nehmen. Also wir haben hier noch mal ein paar Ehrenmänner. Ich gehe mal jetzt von aus, ihr seid gerade, wollt gerade in den Laden rein, wurde abgewiesen, weil ihr hier letztens alte Leute belästigt habt. Ne? Ja, also jetzt mal Spaß beiseite. Ihr geht hier öfter essen, der Burger. Was könnt ihr dazu sagen, ohne dass ich jetzt irgendwas frage? Schmeckt. Also für Wolfsburg würde ich sagen, schon das Beste, was man bekommt. Ja, für sonst ist hier eh nicht so viel los, ne? Okay. Also ihr würdet nicht mal sagen, so irgendwie bam, so der... sondern ihr esst nur, weil es nichts Besseres gibt. Ist in Ordnung, aber haut dann jetzt nicht so... Also es ist keine, keine 9 von 10 oder keine 10 von 10. Wie bei den Frauen so. Ihr nehmt mit, aber weil ihr nicht besser zu tun seid. Okay, aber heftig, weil immer, wenn ich Burger teste, irgendwelche kommen raus und ich frage und sie sagen, oh, das ist der Beste Deutschlands. Und sie sagt nicht mal. Aber was soll ich denn denn jetzt testen, Mann? Das ist voll low. Wie mein eigenes Eindruck. Ja, Mann, ist so. Mach ich, Jungs. Danke euch für die Action, ne? Jo, gerne. Mich hat gerade ein Kunde mit Personal verwechselt. Ich habe ihn erstmal in die Burger gerade hoch runter gerattert. So, also, wir dürfen nicht rein, wir dürfen nicht mal drinnen filmen. Deshalb kriegt ihr nur diesen Einblick. Ihr kriegt diesen Einblick. Es geht nicht anders. Wir haben eine Karte rausgekriegt. Ich habe gleich, ich schwöre es euch, das kann kein Zufall sein. Wir haben gerade über Chili-Cheeseburger geredet auf dem Hinweg. Und von mir wird es Chili-Cheese geben. Und zwar mit Dry-Aged-Beef habe ich noch nie so... Ich habe noch nie einen Burger mit Dry-Aged-Beef gegeben. Und deshalb werde ich gar nicht weiter in die Karte gucken. Es gibt den Burger mit Dry-Aged-Beef. Ich habe mal Fleisch gekauft. So Fleisch zum Braten. Aber es gibt ja immer Fleisch unterschiedliche Qualitäten. War ich nicht so überzeugt von. Für den Preis hat, glaube ich, 50 Euro das Kilo gekostet. Wie gesagt, es gibt 1000 verschiedene Qualitäten. Ob es das jetzt ist, ob es nicht ist, das schauen wir jetzt. Die gleiche Schrift wie beim Menzler. Ja? Mhm. Weißt du das noch? Ja. Ach, Melle. Du hast ein eidetisches Gedächtnis, ne? Wie nennt man das? Eidetisches? Was hat er sein Gesicht? Niemals. Er kann nicht mal seit gestern, weiß nicht mehr, was vor einer Minute war, ja? Dein Gesicht. Doch, das heißt doch eidetisch. Das heißt futuristisches. Nein, das ist eine Stufe darunter. Noch höher ist eidetisch. Okay. Fotografisches und dann ist eidetisch. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das war so. Ahnung, wie man es macht. Mhm. So tippe ich tatsächlich. Also, wir haben gerade so diskutiert, weil es übertriebene Anlagen. Wir hätten nicht mal mehr drin essen können, weil besetzt ist alles. Also, es ist komplett voll. Es kommen immer wieder neue Leute, die werden abgewiesen. Hättest du die Frage, wir haben in Buxtehude auch, ich nenne das Lokal nicht. Wir haben einen Laden, der hat Schmutz zu essen, aber es gibt komplett irgendwie so das Gesamtfeeling. Cooles Personal, cooles Ambiente. Die Leute kommen. Oder halt wirklich ist es Top-Burger und einfach, keine Ahnung, krank zum Fressen. Das ist irgendwie scheiße gesagt, aber
Ihr wisst wohl, was ich meine. Also erstes Feeling, der Geruch, das ist richtig fastfoodmäßig. Ich würde sogar sagen, so McDonald's Burger King Style vom Geruch. Ich schwör's euch, das habe ich selten so vom Geruch. Ich versuche immer alles mitzunehmen. Interessant, einfach interessant. Ist er nochmal eingepackt? Ich glaube es ja nicht. Aber da, ich sag mal, so wie es ist, Verpackungsverschwendung, scheiße. Aber das ist wie bei dem einen Burger, Five Guys, wo ich war. Das ist so amerikanische Film, so, wo sie im Auto sitzen. Der eine holt einen Burger aus irgendeinem Imbiss raus, zack. Und da habe ich dieses Hollywood-Feeling gleich. Ich sag euch, echt. So krasses Special-Feeling, weil der ist richtig dunkel. Der sieht geil aus. Wirklich, der sieht richtig heftig aus. Potenzial vom Aussehen her. Das muss man ja mal sagen. Auge ist mit, ich fühle gerade. Richtig weich das Patty. Jetzt hätten die ganze Burger in die Fritteuse nochmal geknallt. Sehr gut. Wie hast du eben gesagt? Nochmal? Mashallah. Mashallah. Das ist YouTube, ja? Ja. Genau. Jetzt subscribe, ja? Danke, Bruder, danke. Der Support ist immer da. Mashallah. 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 Sehr geiles Feeling. Übertrieben scharf, merkst du direkt nicht. Das ist kein Fake Chili Cheese, das ist ein. Der hat Wumms. Diese Chilis kenne ich vom Türken so. Früher immer Sucuk-Nudeln gemacht und diese Chilis reingemacht. Das sind nicht diese fertig aus dem Glas, das sind ganz frische Chilis. Die sind grün, richtig frisch, scharf wie Scheiße. Der wird geil. Das ist echt fluffig, ohne Ende. Übertrieben fluffig, dieses Bun. Schöne Süße auch, wirklich schön süß. Wisst ihr, für mich darf es nicht so scharf sein, dass man nur noch schärfe, dass nur noch die Fresse brennt. Das ist so komisch, ein ganz angenehmer Chef, aber heftig zugleich. Rye Age spielt, sag ich euch, so auf den ersten Moment. Fleisch gar nicht so präsent. Kommt mir geil rüber, aber jetzt irgendwie Körnung nicht besonders special. Also von der Konsistenz nicht irgendwie besonders weich. Von der Beschaffenheit Standard. Und vom Geschmack, sage ich mal, das Fleisch auch in sich unauffällig. Nochmal dazu der Körnung, grobe Körnung oder feine Körnung. Beim Groben ist es meist ziemlich fest im Biss. Weil es halt natürlich nicht so fein gewollt ist, beim Feinen ist es eher weicher beim Reinbeißen. Da ist dieser Burger in der Mitte ungefähr. Einfach frei aus dem Bauch raus. Vergleich es jetzt mit meinem bisherigen besten Burger. Bisheriger bester Burger auf 8,7. Manchmal muss man auch nicht ganz genau beschreiben können, warum man einen Burger jetzt so hoch bewertet. Es ist manchmal der Gesamtkomplex und nicht irgendwie eine Komponente, die extrem raustragt oder extrem heftig ist. Sondern es ist das Gesamtbild des Burgers, das Matching von allem zusammen. Der ist für mich eine 8,6. Er ist ganz knapp dran vorbei. Vom Gesamtbild des Burgers ist es einfach krass, diese Schärfe, die komplett am Limit kitzelt. Dieses butterweiche Bun, das eine gewisse Süße mit sich hat. Es ist einfach, der Burger schmeckt einfach oberkrass. Aber damit ist noch ein Stück noch weiter besser. Wäre es ein zu harter Disrespect, ich kann ihn nicht auf die 1 nehmen, weil das Fleisch nicht individuell genug ist, weder von der Körnung. Weder von der Röstung, weder vom Geschmack. Er ist einfach mega lecker. Was ich nicht genauer beschreiben kann, als ich es jetzt beschrieben habe. Und er ist bei mir Platz 2 jetzt. Aber er ist krank. Ist einfach krank. Noch ganz kurz, die Fresse brennt. Wenn ihr euch den bestellt bei Eat, die Fresse brennt, aber positiv brennt sie. So geil. Dieser Burger mit noch ein bisschen, sag ich mal, Fleisch mit individuellem Charakter und ein bisschen mehr Röstung. Kaum zu toppen. Also, war Krankometre. Danke euch, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bei diesem Video. Ich danke euch für euren ganzen Support, diese ganzen Likes, alles. Ich bin euch so dankbar allen. Wirklich. Ich hoffe, auch diesmal hat euch das Video so gut gefallen wie sonst. Lasst mir einen Daumen oben da, einen Kommentar, die Glocke an. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.